Ein weiteres Male heiße ich euch ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Im letzten Part haben wir der Tura einen Besuch abgestattet, haben einen Wassergeist bei uns, womit wir uns jetzt im Kampf sogar heilen können, da. Mittels Kraftwasser, kostet 2 MP, haben aber nur leider 11, aber je weiter wir unsere Wassergeister leveln, unser Wassergeist leveln, je mehr MP steht uns zur Verfügung. Ja, oder je, ja. Nee, nicht mehr, das kommt bei normalen Leveln, aber wie stärker wird der Zauber, genau. Gut, im letzten Part auch unsere ja, Bumerang und Echsenteller vergrößert. Jetzt würde ich gerne einmal nochmal beim Händler vorbeigucken, bevor wir in den Labertempel gehen. Hallo. Wie kann ich helfen? Kaufen. Bonbon einmal voll machen, bitte. Habe ich schon. Habe ich auch schon. Zur Ausrüstung. Kraftarmband. Einmal für Popoy. Dornenweste. Habe ich das schon gekauft für sie? Kettenweste. Ja. Ich denke, das sollte reichen. Ja, auf Wiedersehen. Du. Muss ausgerüstet werden. Kleidung. Hast du schon? Kaufen. Okay, brauchen wir doch nicht. Nochmal. Ja, ich weiß halt nicht, ne? Okay, das ist doch die Dornweste. Okay, hast du schon. Dann, ja. Dann ist es dann du? Ja. Gut, das war das. Okay. Dann wird das andere Zeug jetzt verkauft. Meine Güte. Verkaufen. Schade, dass im Menü nicht steht, was wir schon ausgerüstet haben, nicht wahr? Gut, das war's. Nee, das wär's. Auf Wiedersehen. Gut, dann speichern wir einmal. Gehen wir schlafen. Da unten. Ich habe komplett die Ebene verwechselt. Hast du dich mal entschieden, ob du jetzt hoch willst oder runter? Gut, sie geht oben zum Theater oder auch nicht. Ja, dann schlafen wir einmal. Speichern den ganzen Klumpatsch, was wir erreicht haben. Das ist ja schon eine Menge. Und dann machen wir uns jetzt auf zum Lava-Tempel. Ich habe ein bisschen Angst. Vor allem, weil wir unseren Mana-Geist jetzt noch gar nicht gelevelt haben. Ich habe auch keinerlei Nüsse. Im Spiel. Ja. Egal, gehen wir. Der Lava-Tempel. Hier kann man nur weiter mit einem Zauber. Zwar für Froster, die Frostwelle. Ich werde mir den Zauber jetzt erstmal bei ihm, mit der Koboldin, aufbewahren für den Boss am Ende. Weil ohne ist das ein bisschen anstrengend. Ah, die können sich klonen. Aufpassen. Ja, die sind stark. Sehr stark. Wirklich. Gut gemacht. Wirklich. 1A. Was ist das? Soll das denn? Nee, komm. Machen wir nochmal. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Hallo? Ja. Ich hab in dem Moment, wo ich gesagt habe, Vorsicht, die sind sehr stark, ja. Die sind auch stark. Aber ist auch gefährlich. Ist auch gemein, um ehrlich zu sein. Weil man halt
nicht einmal irgendwie die Gelegenheit bekommt, da richtig durchzugehen, weil die sind halt, der Gang ist eng, die Monster stehen da direkt. Ja, es ist schon ein bisschen eklig. Komm, wir machen mal aus der Ferne. Auf ein neues. Ja, runter, bitte weg da. Wie ich dich einfach nicht treffe. Muss die wegmachen. Oh, bitte. Sehr eklige Monster. Oh. Ich glaube, die können nichts. Die können nur mit der Axt angreifen. Sehr schön. Maximal belastend. Ach doch, die können auch so angreifen. Okay, ja, okay. Bisschen übertrieben, oder? So, gehen wir rein. Nein. Komm weg da. Steh jetzt hier. Ach, die können auch noch heilen. Wirklich? Dösergoblins heißen die. Das ist belästigend. Das wird mir zu anstrengend. Gut. Ich habe ein bisschen Angst vor den Viechern. Nein, 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 nein. Oh. Da hat es ja am Ende noch geklont. Was befindet sich hier drinne? Eieiei. Ne, oha. Das ist halt sehr gut. Über dir, bitte. So. Blob. Danke, dass ihr so schnell seid. Wirklich. Wir müssen auf beiden Seiten einen Schalter betätigen. Ah! Wieso ist das Pferd jetzt hier? Ich will es einmal töten. Einmal will ich es töten. Weil es eine sehr hohe Ausweichrate hat. Später werde ich einfach nur an den Viechern vorbeilaufen, okay? Deal? Deal. Weil es weicht halt so oft aus, das ist mir zu stressig. Natürlich. Sehr eklig jetzt. Mann, wieso treffe ich die von hier aus nicht? Danke. Ja, schade, jetzt habe ich die Fässer nicht, ne? Gekauft. Später. Heilkräuter. So. Beide Schalter sind betätigt. Wir können die Tür jetzt beschreiten. Ja, ich denke, ich brauche Popo jetzt nicht aufladen. Ich habe ein bisschen Angst. Ach Gott. Ja, heil ruhig.
Speer erreicht Level 1. Sehr schön. Alter. Okay, was haben wir da? Eine Zeitbombe. Ja, klar, super. Aua. Gut. Wir haben zum Glück den Walnuss getroppt bekommen, was halt sehr gut ist. Die sind arschteuer und Raffi, also der Wucherkater ist der Einzige, der die momentan noch verkauft. Die kostet 900 Gil, also GM. Finde ich jetzt schon ein bisschen heftig. Ja, ja. Ja. Alter. 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 Tötet ihn doch. Worauf wartet ihr denn bitte? So. Dann muss ich einmal die Peitsche ausrüsten. Oh, super. Muss da ein Blob hängen. Klappt an da. Ich will ja nicht zu lange. Schwert. Ja, die sind schon ein bisschen eklig hier. Alter, die greifen auch direkt an wie die Werwölfe. Muss auch ein bisschen auf die Leben achten. Popeyes Waffe-Level ist gestiegen. Ah! Gut. Nur noch er muss kalt werden, weil durch ein Level-Up kriegt man, glaube ich, hier volles Leben wieder, ne? Ei. So. Sie hat den Speer ausgerüstet. Zeig mal her. Das ist Level 1. Was, weiß nicht, was war. Ja, dann nimmst du die Klaue jetzt. Hauptsache, wir kriegen mal ein bisschen was anderes zu sehen. So, bitteschön. Stirb! 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 So. Stirb! Da vorne sind zwei so eine Pferde. Richtig nice. Richtig unangenehme Viecher. Autsch. Schachmeister heißen die. Ja, die Erfahrung, ja. Genau, das Turboantrieb ist halt wirklich gemein, weil, ja, die Ausweichrate geht noch höher. Und die übertreiben halt völlig. Was war das denn bitte jetzt schon? Was soll das? Ja. Habe ich ja gesagt, da laufe ich vorbei dran. Mir egal. Wie gesagt, das ist mir egal, wenn ich halt, das halt, man trifft die halt fast nie und dann zaubern die sich halt auch noch so hoch, dass sie halt alles ausweichen, das ist halt dann wirklich unangenehm, also das ist mir egal. Und jetzt? Bitte bleibt heiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Ah! Ah! Verschwinde! Oh weh, das tat ja weh und tschüss, ich gehe. Was ist jetzt los? Es gibt einiges, was jetzt los ist. Erstmal ist das los. Und dann ist das los.
Der Feuermutant. Ja, toll. So. Du kannst nichts mehr. Das ist gut. Aber wir haben eine Walnuss, zum Glück. Unangenehm. Unangenehm. Lebe wieder schnell. Ja. Schnell. Oh. Ist halt wirklich mega belastend. Ja. Frostwelle Level 0, das halt leid. Das ist halt das Problem, ne? Frost, das hat nicht gelevelt. Komm, materialisier dich wieder. Wieso hat sie jetzt nicht gemacht? Wieso hat sie jetzt nicht gezaubert? Prims Zauberlevel ist gestiegen. Ja, ist schön. Ja, wir müssen jetzt so angreifen. Wir haben zum Glück Heilmittel. Ja. Wir müssen jetzt so kämpfen und hoffen, dass er uns nicht verzaubert. Also ich kann jetzt, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Auch keine Waffen. Nee, die haben keine MP mehr. Egal, einfach Heilaura, egal. Yes! Oh, ist der Bosskampf einfach nur Stress pur, ne? Und weiter geht's. Axtorb erhalten. Auch mal was Lustiges, zeige ich euch gleich. Der Feuermutant ist tot, vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Hör erst einmal auf, so blöd zu reimen. Du könntest uns mit deinen Zauberkräften dienen. Oh, aha, ich sehe. Eine gute Idee. Dieser Typ hat echt eine Macke. Ihr glaubt, ich tue nichts taugen? Dann schließt jetzt eure Augen. Bock, und nun, sobald ich mich ruft, ein Weib, bin ich zu allem bereit. Ein Weib? Hat er damit etwa mich gemeint?
Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Prem. Da sag ich jetzt Tschüsschen und Mädels Küsschen. Ja, Rocky schließt sie uns an. Auf zum Mana-Samen. Und wie bei allen Mana-Samen kann man auch von der Seite betätigen. Ja, guck mal. Da. Das war irgendwie hier so. Oder haben die es in der Collection gepatcht? Dann haben sie es in der Mana-Collection gepatcht. Man konnte auch in dem Original kannst du hier an der Seite reinlaufen. Bei allen Bugs, die hätten fixen können, haben sie das rausgepatcht. Okay. Probier das mal aus. Im Original kann man es von der Seite aktivieren. Kraft des Samens erhalten. Hey, Popoy. Aua. Mein Kopf. Au. Alles okay? Ich kann... Du kannst was? Ich kann mich wieder an alles erinnern. Die Kobold-Siedlung ist im Vierjahreszeitenwald. Und plötzlich im Hintergrund die Mana-Festungs-Orgel da. Bring mich dorthin. Bitte, sonst schreie ich ganz laut. Eins, zwei... Okay, später. Okay, später. Und mit okay, später ist ein guter Zeitpunkt. Wir werden jetzt hier rausgehen. Mittels des Fluchtseils. Und dann tschüss. Und dann werde ich einmal speichern gehen. Das ist eine gute Idee. Ja. Schlafen und speichern ist meine gute Idee. Weil jetzt ist meine Aufnahmesession von 3 Parts ist wieder vorbei. Ja. So. Sehr gut. Wir haben viel erreicht heute. Viel erreicht. Der Feuermutant war doch schon, ist doch schon heftig, weil er halt permanent am Zaubern ist, wenn er erstmal rauskommt. Ja. Da ist halt der Eis, das Eis, der Eisgehalt hat schon Pflicht. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Haut rein und tschüss.